Hey ho, Total War Fans, herzlich willkommen zurück in Total War Pharao, wo wir beim letzten Mal Pyramesse vernichtet haben. Ne? Pyramesse wollte auch auf die Fresse, hat auf die Fresse bekommen. Das, was er hier so hat, ne, ägyptisches Monument, das lassen wir da. Die Festung, bin ich ganz ehrlich, werde ich hier abreißen. Denn ich hätte da lieber einen Handelsposten. Ich werde auch wahrscheinlich bald irgendwann die ganzen Truppen in den Festungen mal auflösen. Vergessenheit wird nicht mein Schicksal. Ich will mal so eine Armee machen. Leider muss man da ja anscheinend vorbeimarschieren, um die da rauszuholen. Denn ich denke mal, dass wir mittlerweile genug bewegliche Truppen haben, dass wir uns das sparen können. Wir werden jetzt hier wie eine Welle über die Ägypter rüberrollen. Da könnt ihr euch schon mal drauf Stolzer einstellen. Stolzer Sohn Ägyptens. Also die Ägypter werden jetzt vernichtet. Bis auf Ramses natürlich, ne? Ist ja klar. Und Tausrit natürlich auch nicht, die werde ich heiraten. Ist natürlich irgendwie, glaube ich, nicht möglich. Wäre eigentlich geil, wenn man die irgendwie heiraten könnte. Und dann wäre man mit der zusammen und dann, ne, würden die Völker sich vereinen. So, eine Bay brauchen wir jetzt ja hier nicht mehr. Das war wirklich ein geiler taktischer Zug, weil er da ja so viele Einheiten drin hatte. Die auch noch zu belagern. Und so haben sich diese Truppen im Prinzip in Luft aufgelöst. So dürfen wir nicht ran. Man wird sich an mich erinnern. Nehmen wir nochmal den hier. Da dürfen wir immer noch nicht ran. Weil ich will jetzt mit Nebei hier rüber, um dann mit Nebei Manifer zu belagern, wenn wir denen den Krieg erklären. Boah, er muss irgendwie unbedingt da lang. Komm, dann fahren so wir erstmal auf. Wird uns auf unserer Reise schützen. Den Nil drauf. Das macht er hier auch wunderschön und dann kommst du hier auch noch hin. Ne? Warte mal, ganz kurz gucken. Ist hier irgendwo Straße? Sieht nicht so nach Straße aus. Im Namen der Pflicht. Dann stelle ich mal schon mal dahin. In den Hafen. Ist schon mal in Schlagdistanz. Das mit dem Vermächtnis hat eine für die Runde schon erledigt, ne? Ja, genau. Können wir jetzt erstmal nichts machen. Stolzer Sohn Ägyptens. Hier bin ich ja wieder zurückmarschiert, obwohl hier wirklich Menefer steht. Immer leider hier auf das Ägyptische. Das ist auch ein ägyptisches Monument, ne? Ja, die bauen sich unheimlich viele ägyptische Monumente. Wahrscheinlich für diese Legitimation. Das scheint denen wichtig zu sein. Mir ist immer Krieg am allerwichtigsten. Hauptsache fighten. Das sieht ja auch alles ganz gut aus. Was haben wir denn noch? Ey, wir waren noch gar nicht am Hof. Gehen wir nochmal einen Hof. Da sind wir. Das Zentrum des Wohlstands und der Macht Ägyptens. Ja, das wird auch ein Zentrum des Wohlstandes und der Macht. Weißt du wann? Wenn hier oben Ramses steht. So, wir quatschen hier erstmal, aber Ägypten hat uns gemacht, gut also erzogen, das erstmal nicht machen, was man von einigen dieser fragwürdigen Gestalten oh, nicht mal, behaupten kommt kann. Der Nubet will hier den ersten Kommandanten erpressen. Wir würden bei Erfolg 100 Achtung bei erster Kommandant kriegen. Allerdings ist es doch immer so, wenn der den jetzt erpresst, dann fliegt er ja hier aus dem Amt raus. Was nutzt einem dann der Erfolg von 100 Achtung beim ersten Kommandant, wenn der dann letztendlich eh nicht mehr da ist? Nö, ne, aber auch nochmal 30 Achtung vom Wesir bekommen. Und wenn es nicht klappt, verlieren wir eine Legitimation, ja. Ach kommt er da, ey. Nur ich bock da eine mal. Schöne Geste. Hier mal mit ein. Ich werde muss mich ja auf gleiche Weise mal mitmachen, ne? Wenn hier immer Intrigen irgendwie gespinnt werden, muss man auch mal dabei sein. Das ist für mich immer nichts. Das ist dreckige Politik. Ich bin General eigentlich eher. Ich will kämpfen.
ne, nehmen wir mal an, ich habe hier, ne, hier eine dicke Armee und hier hat der Gegner eine dicke Armee und macht irgendwas Politisches am Hof. Ja, dann töte ich ihn doch lieber, ne? Ne? Das ist so mein Ding. Die Leute töten. So, was können wir noch machen? Da wollten wir uns noch mal gucken. Naja, ist ja Pyramesse. Wir könnten jetzt das weiter aufpushen. Das ist der Kriegsrat mit Rekrutierungskosten und er hätte hier noch ein Rekrutierungszentrum für Einheimische. Werden wir sowieso alles nicht machen. Was soll ich mit diesen einheimischen Truppen hier? Das wird für mich keine Rekrutierungsprovinz werden, daher kannst du schon mal weg. Ich bin ganz ehrlich. Du kannst auch weg. Da kacke ich in der Region ein bisschen drauf, muss ich echt zugeben. So, was gibt's denn hier? Produktion ist nämlich viel wichtiger. Also, ein Fischerdorf. Was ist das hier? Zurückgewonnenes Ackerland. Das ist auch schon wieder mal ein ganz neues Ding für mich. Und dann hätten wir noch einen Bewässerungsgraben. Alles auf jeden Fall fett für Nahrung. Wo wir nur grob über 30.000 im Moment haben. Also es läuft im Moment echt super, kann man nicht anders sagen. Wird von der Flutsaison beeinflusst. Was ist das hier? Ah, hier haben wir mal ein Holzdepot, also wir kriegen hier auch noch mal mehr Holz. Können wir denn für Holz noch irgendwas machen? Oh, was ist das? Sommerfestgelände. Hey, hier gibt's Dinge, die habe ich alle noch nie gesehen. Ja, das ist wieder das, was am Ende dann auch sogar. Nee, ich dachte, das wäre das mit der Legitimation, aber nee. Zufriedenheit. Werden wir ja wahrscheinlich nicht brauchen. Tempel natürlich, könnten wir auch wieder bauen. Das ist alles Rekrutierung. Dann tendiere ich hier zu dem Fischerdorf. Bauen wir erstmal das Fischerdorf. Zwei Arbeiter haben wir noch. Alter, geil. Können wir den Bewässerungsgraben auch noch mit reinnehmen. Ja klar, dann haben wir hier nächste Runde wieder nochmal zwei Gebäude. Ja, hier dürfen wir immer noch nicht. Ah, zwei Runden dauert es noch. Dann können wir da weitermachen. So, gucken wir nochmal kurz. Ja, nee, da waren wir gerade. So, shit dead. Der wird die Zufriedenheit scheiße sein, ne? Oh ja. Dann machen wir hier erstmal das Zufriedenheitsgebäude, das Senethaus. So. Junu. Ach komm, ich gönn mir das jetzt mal. Steine haben wir en masse. Gold haben wir. Wir haben sowieso, wir haben alles en masse. Ach komm, mal gucken, was es da so an Truppen gibt. Buto? Der wird es auch mit der Zufriedenheit ziemlich scheiße sein. Zwei. In zwei Runden kriegen wir wieder einen Arbeiter. Das halten wir noch locker aus. In 48 Stunden. Stunden. Runden gibt es hier erst eine Rebellion. So, Rakett. Das ist auf 3? Ah, hier gibt es nur eins auf 3. Schade. Ist aber relativ nah an der Küste. Das gibt eine Garnison. EP pro Runde für die Armee. Ich nehme hier den hier. Kriege ein bisschen Zufriedenheit noch drauf. Und drei Garnisonstruppen mehr.
Ja, dann nehmen wir den Wachturm mit rein. Dann sind nur noch die beiden da. Tauschabkommen abgelaufen. Ich brauche im Moment nicht handeln. Ich krieg alles im Plus. Runde beenden. Bam. Ich bin ganz ehrlich, also so wie es im Moment läuft, bin ich ziemlich gehypt. Dass wir hier den nächsten Mal Prätendant werden könnten, um den Thron des Pharaos anzustreben. Wir haben auch noch 10 Runden Zeit, bis die Runde 140 gelaufen ist. Im Moment ist ja hier nur klare See, aber also es sind wie gesagt noch 10 Runden. Ich rechne damit, dass sie jetzt ja am Ende eben, ne, wäre halt eigentlich auch nochmal sinnvoll, irgendwie nochmal eine große Welle. Jetzt kommen nochmal alle nochmal mit den Tjekern dann zusammen. Das würde nochmal sehr interessant werden. Ja, Ramses, der ja gerade Pyramessa eingenommen hat, der wird dann als nächstes weiter marschieren und Per Amun vernichten. Einfach nur so, die hatten einen Nicht-Angriffspakt mit Pyramessa. Ist für jeden akzeptabel. Das ist nur der Pharao. Und wenn das dann geregelt ist, dann müsste ich eigentlich mal mit einem Schiff hier den ganzen Nil runterbrettern und mal Amenmesse mal Hallo sagen. Kuckuck, ich bin's, Ramses der in Spee Dritte. Das scheint ihm ja auch wahrscheinlich zu gehören. Könnte natürlich auch jetzt... Ach nee, diese Libo-Eindringlinge, die nehmen ja nichts ein. Die vernichten ja immer nur. Also wird das wahrscheinlich auch Pyramesse gehören. Jo, da ist er. Am Laufen. Und der Pharao. Ne? Hast schon Angst? Ich komme gleich runter. Da ist noch eine Armee von unserem Pharao. Die Bay haben den Nicht-Angriffspakt mit mir beendet. Die Bay sind halt ziemlich stark. Sieht man hier am Stärkerang. Das ist die viertstärkste Fraktion. Wir sind die zweitstärkste Fraktion. Da ich gesehen habe beim Diplomatie-Tab, dass die Korunther die drittstärkste Fraktion sind, bin ich ganz ehrlich. Also ich glaube, diese Libo-Eindringlinge werden im Moment als stärkste Fraktion gewertet. Also mit den Bay ist halt übel. Also die haben schon ein relativ großes Reich. Also sieht man hier. Also die wollen jetzt anscheinend Stress. Und hier die ganze Insel haben sie auch noch. Totale Bronzeinsel. Und naja, wenn die den schon beenden, dann wollen die auch demnächst Stress haben. Das bedeutet, wir müssen unsere Armeen hier im Norden postieren. Dann muss ich wahrscheinlich echt Krieg mit meinen Brüdern den Kanaan nähern machen. Das mache ich eigentlich nicht so gerne, aber naja. Ja, gut, wenn ihr das wollt, dann ist das so. Vielleicht haben wir ja Glück und sie warten noch diese 10 Runden, wie es dann diesen Diplomatie-Malus gibt. So, Menefer marschiert wieder zurück. So, auch ganz weit von seiner Region weg. Schippert jetzt sogar nochmal nach unten. Also Bay auf jeden Fall stärkste kanaanische Fraktion. Ich finde es halt krass, dass sie beim ägyptischen Hof da mit drin sitzen. Wie auch diese Chaga, die da mal drin saßen. Also die nehmen da auch Kanaanäer auf. Und ich glaube, ich habe am heutigen Tag unheimlich viele Aufnahmen jetzt gemacht. Es muss irgendwann jetzt demnächst Schluss sein. Ich krieg immer mehr Hicke auf. Ja, ich glaube, ich mache das. Nach dieser Folge werde ich Aufnahmestopp machen. Und werde mir erstmal schön was Griechisches zu essen bestellen. Könnt ihr ja gerne mal unten in die Kommentare reinklären, was euer Lieblingsessen ist. Ich finde, es geht nichts, absolut nichts über griechisches Essen. Steht bei mir ganz, ganz oben. Da geht auch nichts drüber. Da kommt auch erstmal danach gar nichts.
Jugoslawisch kommt noch relativ dicht dran an Griechisch. Aber es ist mit griechischem Essen dann doch nicht zu vergleichen. Jugoslawisch werde ich wieder unheimlich gut am ersten Weihnachtstag essen. Da gibt es bei uns hier in der Nähe so ein unheimlich geiles Lokal. Da geht auch unsere ganze Familie dann am ersten Weihnachtstag hin. 37,50. Hört sich jetzt erstmal teuer, ne? Aber all you can eat. Also ich habe mir beim letzten Jahr, waren wir da auch, ich habe mir drei Teller reingezogen und bin dann als Kugel nach Hause gerollt. So, die Farafra? Die würde ich eigentlich auch ganz gerne angreifen, wegen ihrer Goldregion, die sie hier vorne haben. Aber da die Bay da gerade den Nicht-Angriffspakt weggemacht haben, muss ich mich darauf vorbereiten, dass die vielleicht jetzt irgendwann mal kommen. Unsere guten alten Libus, was macht ihr denn? So, der kommt da hoch. Der greift an! Ich bin ganz ehrlich. Guck dir mal den Balken an, Libu. Ey, bist du dir sicher, was du hier tust? Ich meine, ey, wir können froh sein, ey. Wir haben jetzt mal hier schön in der Folge mal eine Schlacht für euch. Und ob wir die richtig geil vernichten, das seht ihr gleich. Ja, und da sind wir da bereit, das nächste Mal das Med für unser Volk zu verteidigen. Was würde es für einen Aufstand geben, wenn wir auf einmal kein Med mehr hätten? So, das Wetter wird wie? Ist das Gluthitze? Nee, trocken und später kommt dann ein Sandsturm. Die Götter schauen euch zu, Männer! So, meine Verstärkung kommt von da. Er wird hier oben auf dem Hügel irgendwo sein. Dann würde ich mal sagen... Jau-Krieger. Versuchen wir uns irgendwie mal hier zu vereinen. Plänkeln aus. General mit der Zü. Vergesst nicht, wir kämpfen für ganz Ägypten. Und go. Schwertkämpfer. Kurzes Bäuschen. Die Frage, ob er sich hier direkt irgendwie umorientiert. Weil von da hinten so viele Truppen kommen. Aber bis er hier dran ist, müsste man das locker bis hierhin schaffen. So. So. Oh ne. Das ist der General. Ne. Dahin? Sind das eigentlich schon alle? Ich weiß es jetzt leider nicht so genau. Das sind Wüstenläufer, die haben, glaube ich, einen guten Angriffsbonus, ne? Das ist so wie seine schnellen Truppen. So, der General ist auch auf jeden Fall schon drin. Na, ihr versucht euch mal irgendwie in diese Ecke rein zu bewegen. Das, wie gesagt, eher Angriffstruppen mal nach da. Euch nehmen wir mal ein Grüppchen. Stellt das mal so auf. Die Bogenschützen. Dann haben wir noch ein paar Schleuderer. Der steht da. Hier geht mal schnell dahin. Mal kurz glotzen, ob hier noch was reinkommt.
seine dämlichen Räuber und so, die sind halt unheimlich schnell am Laufen. Er scheint auch erstmal nicht anzugreifen, so wie es aussieht. Das ist für uns gar nicht schlecht. Die Wüstenstämme haben keine Chance gegen uns. Doch, die hier kommen. So, dann stopp. Wenn die denn da am Kommen sind, da müssen wir natürlich auch weiter marschieren. Ist der General dahin? Hier läuft auch mal dahin. Und weiter. Söhne Ägyptens! Infanterie in Bewegung! Soldaten, bewegt euch! Die Wüstenvölker müssen verzweifelt sein. So, jetzt steht er hier doch mehr oder weniger. Ein scheiß Schleuderer. Neue Position! Mir nach! Willensstark! So, die sind da mal auf meine Infanterie draufgeknallt. Bogenschützen! So, die sind noch am Kommen. Pfeile, los! Schwertkämpfer! Wir ziehen weiter! Hier hoch die Flank. Gebt niemals auf! Deine Schleuderer! Immer auf die Schleuderer! Kein Erbarmen! So, die greifen da hart an. Dann nehmen wir mal unseren General nach da. Wir treffen ins Ziel! Schießt sie ab! Wir marschieren! Kürzes Päuschen. Ihr kommt da über die Flanke. Da muss ich genau aufpassen. Ja, hier auf diese Schleuderer. Auf die und da hinten haben wir leider noch mal welche. Soldaten, bewegt euch! Wir rücken vor! General Nata. Und ihr jetzt mal hier hinten. Lasst sie bluten! Immer stopp! Die laufen da rein. Feuer! Ich glaube, völlig unnötigerweise. Hier entlang, Brüder! Vorwärts! Da drauf. Erledigt sie! Infanterie in Bewegung! Feuer! Ja, die Bogenschützen mal da drauf ballern. Schützen. Feuer! Oh, erschlagt sie! Da rein. Steinigt sie! Die sind fertig. Wir marschieren! Hier hat er Truppen von mir geschlagen.
Mögen Feuer! Bis in den Tod! Das ist unmöglich! Ihr werdet untergehen! Da drauf! Erledigt sie! Da drauf! Verdunkelt den Himmel! So. Setzt die Schleudern ein! Mir nach! Marschiert! Schickt sie in den Staub! Da, die haben wir ja. Vernichtet alle sie! Alle checkt! Lasst ihnen die Schädel ein! Bogenschützen, feiert! Und da ist der Sieg! Bogenschützen, das sind halt leider so schnelle Truppen. Ich denke mal, die werden wahrscheinlich nicht alle bekommen. Feuer frei aus und den. Das sind welche von mir. Kann mir nicht vorstellen, dass wir die noch irgendwie kriegen. Hier sind noch relativ schnell. Ja, die hier. Da drauf. Und weiter. Na, mal gucken, ob die hier überlebt. Da mal hinterher. Die sind noch nicht ganz weg. Die haben fast niemanden mehr. Die sind erledigt. Hier könnten wir vielleicht noch mal was reißen. So. Ich könnte nur ein paar Pfeile auf die drauf ballern. Ihr schnappt euch lieber die. Da komme ich auch nicht mehr ran. Schade, schade. Das waren nämlich nochmal Schleuderer. Die hätte ich natürlich gerne noch erwischt. Neuer sagt nichts und Amanapa hat hier den Libu-Eindringlingen gegeben. Von seiner Armee haben die Einheit hat ein bisschen gelitten. 40 Leute haben wir von denen verloren und halt aus der Garnison haben wir ein paar Truppen verloren. Oder mit der hier haben wir fett angegriffen. Oh, wir füllen hier wieder auf. Vernichtet sind sie leider nicht. Oh, geht da noch irgendwie weiter zurück? Oder bleibt er da stehen? Es sieht erstmal so aus, als wenn er da stehen bleibt. Vielleicht können wir ihn nächste Runde vernichten. Und wie gesagt, ey, das da bei mir im Westen da oben ist schon nervig, aber das hier unten ist dann doch schon eine andere Nummer. Vielleicht ist auch deswegen hier, wenn man mit Armin Messe spielt, das als Mittel gewertet und nicht als leicht. Aha. Da kommt was hoch. Und wir sind halt auch Bronze wieder im Minus. Aber wie gesagt, das liegt eigentlich alles an unseren Bonussen. Mein Name wird Legende sein. Seid stets vorbereitet. Den Bonus. Da den Bonus. Ihr Göttlichen, erweist mir die Ehre. Und mal schieß hier schon mal rüber. Folgt mir. Dieses Land und wird Zeuge meines Aufstiegs sein. Elite-Bogenschützen hätte ich gerne. Jeder Soldat zählt.
tatsächlich 8 Einheiten überlebt, aber hier zum Glück sein General hat auch überlebt, hat er keinen neuen bekommen. Stolzer Sohn Ägyptens. So, und weil er die nicht geschlagen hat, wurden die, die wir rekrutiert haben, auch wieder aufgefüllt. Gehen wir hier blutet, jetzt nochmal drauf. Stammesmann! Zieht er sich wahrscheinlich eh zurück. Nee, er stellt sich dem Kampf. Naja, dann tut's mir auch leid für dich. Denn bis jetzt hier vernichtet. Ja, und wir sind hier bereit, den Libus hier bei Med den Rest zu geben. Wieder mal Gluthitze. Komm, trocken, keine Wetterveränderung, besser geht's auch nicht. So, da steht er mit seinen süßen Truppen. Trag den Kampf zu diesen Wilden aus der Wüste. Unheimlich viele Schleuderer. Schwertkämpfer! Das macht uns gar nichts. Infanterie. Niemals nachgeben! Der Augenschatzen. Geht zusammen! Und Start. Kurz Stopp. Auf die, die haben nur am meisten Leute. Du auf die. Müssen sie so ein bisschen laufen. Gruppieren wir die nochmal so. Dann machen wir mit den beiden Flankenmanöver. General langsam hinterher und weiter. Die Wüste ist ein alter Bekannter. Ja, er bleibt definitiv stehen. Ja, General kann ruhig bis hier. Bewegung! Für ewigen Ruhm! Vergießt Blut! Schwertkämpfer! Eure Stämme werden abgeschlachtet! Müsst ihr ja gleich losballern. Infanterie unterwegs! Müssten gleich seine Steine anfangen zu fliegen, da ist es auch soweit. Wir sollten uns eine Deckung suchen. Nee, geht leider nicht. Ah, meine Bogenschützen schießen sich schon schnell genug zusammen. Wir marschieren! Schleuderer, Feuer! Stets bereit! Drauf, drauf! Ihr werdet versagen! Ja, ihr geht auf die. Ihr geht auf die. In die Schlacht! Vorwärts! Stärke ist Macht! Pfeile, los! Marschiert weiter! Wir marschieren! Wir treffen ins Ziel! Ja, da sind die Lampen auch überall an. Ihr werdet untergehen! Söhne Ägypten! Für ewigen Ruhm! Da nochmal drauf. Bis in den Tod! Infanterie ist schon komplett weg. Kämpft für euren Pharao! Tötet die Sandkrieger! Lauft mal bis da. Infanterie in Bewegung! Vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen weiter. Die sind halt so scheiße schnell. Die kriegst du gar nicht, ey. Mit viel Pech überleben sie nochmal. Ja, ich hoffe mal, sie haben nicht überlebt. Niemand wird uns je besiegen.
da er ihm das Scheppisch so richtig schön in den Bauch reingerammt hat, hoffen wir mal, dass er vernichtet ist. Ja, laut der Anzeige haben wir jetzt seine drei Schleuderer überlebt. Sie werden lernen, zu dienen. Aber nein, er ist vernichtet. So die muss Götter er. Sind mir hold. So, und dann haben wir auch wieder das Ende der Folge erreicht. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bis denn und tschüss.